eine heiße Flamenco-Tänzerin? Ein gelenkiges Funkenmariechen? Und ein Rihanna-ähnliches Geschöpf, die alle auf der Bühne stehen und, nennen wir es mal, performen. Wir sind nicht beim Kölner Karneval, sondern diese jungen Damen wollen uns einmal als Miss Germany in der Welt vertreten. Doch jetzt gilt es erstmal, Miss Supertalent 2014 zu werden. 24 Mädchen sind seit 3 Wochen in Deutschlands Südseeparadies, dem Tropical Island südlich von Berlin, untergebracht, um sich dort in einem Bootcamp auf die Miss Germany-Wahl 2014 vorzubereiten. Unter ihnen so ruhmreiche Missen wie zum Beispiel... Hallo, ich bin die Evelyn Konrad und die Miss Internet 2014. Und ich bin 19 Jahre alt. Mein Name ist Sarah Stroh, ich bin 23 Jahre alt und bin die amtierende Miss Südwestdeutschland. Ich bin Christine Trebe, ich bin 25 Jahre alt und die erste Miss Pearl TV. Miss Internet, Miss Pearl TV. Keine Angst, liebe Zuschauer, es sind auch die sonst üblichen Bundesland-Missen am Start, so wie Miss Nordrhein-Westfalen, die weiß, was eine echte Miss haben muss. Bei der Miss ist es halt, dass die Frau im Vordergrund steht und wir wollen ja unser Land repräsentieren. Dazu sollte man einigermaßen gebildet sein, was ich sehr, sehr wichtig finde, und sich artikulieren können. Man sollte halt gewisses Selbstbewusstsein haben. Und wer ein so prestigeträchtiges Land wie Deutschland repräsentieren möchte, der wählt als Auftritt einen Song, dessen Text ganz einfach ist und den man auf der ganzen Welt sofort mitträllern kann. Herr der Missen ist Ralf Klemmer. Der Veranstalter erklärt, warum auch eine Supertalentshow den Mädchen hilft, ihrem großen Traum näher zu kommen. Für uns ist wichtig, dass die Mädchen für den 8. Februar vorbereitet sind für die Miss Germany beim Europapark in Rust. Dass die auf die Bühne gehen und einfach strahlen, sicher sind, selbstsicher sind. Und deswegen machen wir viele Workshops, unter anderem heute das Miss Supertalent. Intelligenz, Bühnenpräsenz. Ja, so eine Miss will gut vorbereitet und vor allem in vielerlei Hinsicht begabt sein. Und für Miss Mecklenburg-Vorpommern zählt eine Sache noch zu den wichtigsten Aufgaben im Leben einer jungen Frau. Es kommt auch einfach gut an, wenn man sympathisch ist oder sich gut artikulieren kann zum Beispiel oder wenn man sich gerne schminkt. Den IQ nochmals aufpoliert und die Schminke an die richtige Stelle geschmiert, zeigt uns Miss Internet Evelyn Konrad ihr größtes Talent, sexy Moves in Hülle und Fülle. Und bei all diesen Talenten hat eines gewonnen, das wir sonst nur aus einem orientalischen Restaurant kennen. Ja, ich freue mich total. Ich bin auch noch komplett aus der Puste. Ich glaube, man sieht auch, dass es anstrengend war. Aber ich freue mich, absolut. Wer hätte das gedacht? Eine Bauchtänzerin ohne Bauch gewinnt die große Miss Supertalent Show. Da sagen wir herzlichen Glückwunsch.